Wir haben noch einige Level, die wir mit einem goldenen Rahmen verzieren wollen. Hier zum Beispiel fehlt uns nicht nur No Death und Speedrun, sondern leider auch noch, naja, das Geld. Ich habe ja scheinbar nicht jede einzelne Münze eingesammelt und diese Level sind wirklich die schlimmsten. Aber ich mache es anders. Ich werde jetzt erstmal Speedrun No Death machen und danach die Münzen sammeln. Also andersrum. Ja. Hey. Oh. Sehr guter Anfang in den Speedrun. Ich muss mir sowieso erstmal nochmal das Level anschauen, bevor ich den richtigen Speedrun starten kann. Boing. Ja, und da sterbe ich schon direkt. Erster Death. Ganz toll. Ja, hier wird super viel geschnitten wahrscheinlich. Denn, muss ich ja wohl, ne? Ja, wie auch immer der mich getroffen hat. Sehr toll. Ich kann mich da nicht rüberschießen. Ja, das ist echt doof. Das ist echt doof. Kannst du keine Zeit irgendwo sparen. Ja doch, hier kannst du Zeit sparen. Ah, hier kann man Zeit sparen. Einfach Damage boosten. Wir haben ja genug Leben, würde ich mal behaupten. Oh, oh, wo lang, wo lang? Ich hab's vergessen. Ach, hier. Nein. Oh, das hätte man viel, viel smoother und schneller machen können. Okay. Nein, hier nicht lang. Hier. Oh Gott. Oh Gott, das war richtig schrecklich gerade. Ich meine, okay, ich schaff's No Death, aber... Nein, nein. So, das ist jetzt der Run. Hier kannst du jetzt wirklich nichts tun. Hier aufpassen. Double Jump, hoch. Super. Und hier jetzt ein bisschen langsamer spielen. Ich will nämlich nicht sterben. Und die stirbt man leider sehr gerne. Oh mein Gott, ich kann mich rüberschießen. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Aber vorhin hat es mit dem Kaktus nämlich nicht geklappt. Okay. Hat's gereicht? Ja, es hat gereicht. Unter 5 Sekunden. Let's go. Okay, dann werde ich kurz offscreen jede einzelne Münze einsammeln. Es tut mir leid, ich glaube nicht, dass das irgendwie für mich möglich ist, das interessant zu darzustellen, wie ich jede einzelne Münze nochmal neu sammle. Nur weil wir halt immer eine einzige Münze gefehlt hat. Wenn ihr euch noch erinnern könnt. Also ja, da, das kann ich nicht unterhaltsam machen. Nicht, dass ich wüsste, ey. Okay, ich habe alle Münzen. Ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwo eine Vase übersehen oder so. Jedenfalls, ich habe es direkt im First Try geschafft, alle Münzen zu sammeln. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist beim ersten Mal im Durchlauf, aber hey, wir haben es. Wir sind glücklich. Goldener Rahmen. Nächstes Level. Brittle Tomb. Genau der gleiche Mist wie gerade. Wirklich, exakt das gleiche jetzt nochmal. Nur mit dem Unterschied, dass es ein anderes Level ist. Duh. Ist das die Höhle? Ich glaube, das war das Höhlenlevel, oder? Das war keine Wüste. Ah, okay. Höhlenwüste, verstehe. Okay, hier kannst du einfach hoch double jumpen. Lass uns kurz das Level nochmal ganz genau auch in Ruhe uns nochmal anschauen. Um herauszufinden, wo hier die besten Strats sind. Hier ist ein Checkpoint. Hier muss man hoch, nach links. Okay. Das läuft aber jetzt schon eigentlich ganz gut, oder? Der Run jetzt gerade. It's not bad. Hier kann ich sehr viel skippen, aber ich sehe nichts, oh mein Gott. Nein! Oh, es war ein so guter Run. Habe ich einen Checkpoint aktiviert? Okay, ich habe einen Checkpoint aktiviert, das heißt... Der Timer zählt ja ab da wieder weiter. Das heißt, ich kann wieder weiter probieren. Das war eigentlich jetzt schon not bad, oder? Was meint ihr? Ich finde, das war not bad. Okay, hier habe ich halt mein Symbol nicht mehr gesehen. Ah. Verstehe. Du musst da diese Dinger aktivieren. Oh nein. Okay, bam. So. Direkt hochjumpen. Weiter, immer weiter. Was passiert? Okay, tot, fuck. Warte, stopp. Ich kann hier lang. Ja. Da. Oh, nice, nice, nice. Da oben ist es. 48 Sekunden. Komm, das reicht doch, oder? Es ist zwar kein No Death, aber das mache ich gleich eben nach. Ja, es hat gereicht. Gott sei Dank. Okay. Dann Münzen sammeln. Wahrscheinlich hat wieder eine gefehlt, oder? Wahrscheinlich. Okay, Gott sei Dank auch wieder First Try. Ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte vielleicht irgendwo eine Vase übersehen, aber nein.
keine fliegenden Vasen für mich übersehen. Ich habe jetzt wieder First Try alles gesammelt. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass jedes Mal, wenn man hier respawnt in dem Game, dass es halt so ist, dass alle Objekte, sowas wie Vasen oder die Vasen oder halt diese Bouncer, was auch immer, dass die alle respawnen, dann denke ich mir halt, ja, okay, da war ich doch safe schon. Ich will nicht alles nochmal kaputt machen. Das kann sein, dass ich da was so gesehen habe. Oder es sind wirklich fliegende Vasen, die irgendwo am Rande der Map sind, die du suchen musst. Jedenfalls, hier müssen wir nur Speedrun No Death machen. Und naja, das ist ein Boss-Kampf-Level. Bedeutet, es könnte jetzt ein bisschen interessanter werden. Ja, so kurz war das Level aber nicht, also kann ein bisschen dauern, bis wir überhaupt erstmal zum Bosskampf selber hingelangen. Obwohl, es läuft eigentlich gerade schon ziemlich gut, obwohl ich das Level, wie gesagt, halt auch nicht mehr im Kopf habe. Also nicht auswendig. Junge, was war das jetzt? Was war das? Das ist ein süßer Hut, den ich da hab, den kenne ich gar nicht mehr. Nett. Kann ich bitte rüberschießen, Spiel? Danke. Alter. Dass das so lange dauert, bis das Spiel das mal registriert. Okay, hier müssen wir lang. Okay, hätte ich auch vorhin schon nach oben springen können. Da könnte ich Zeit beim nächsten Mal sparen. So, hier kann man auch Zeit sparen. Einfach schnell rüber. Das ist nur ein kleines Problem, dass ich... Oh Gott. Okay, hier chillen. Hier geht's nicht weiter. Geht's hier weiter? Geht das hier weiter, Spiel? Ja, hier ist der Boss. Okay, sehr gut. Okay, nee, vergesst es. Skip. Auf jeden Fall die Cutscene skippen, weil die zählt nämlich auch noch zur Zeit hinzu. Da zu warten ist sehr fatal. Was müssen wir nochmal machen? Ah, warten. Bam, 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 bam. Alles, was wir tun müssen, ist nicht sterben. Und so schnell wie möglich ihn besiegen. Mehr ist es nicht. Ich hoffe, ich schaffe das ganze Game. Diesen Part nochmal durchzuspielen. Ich hoffe, ich schaffe das von der Zeit her. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Würde ich nur so einen extra Part machen, der nur so 20 Minuten geht, wo ich den Rest mache. Vielleicht mache ich auch hier eine Überlänge an Folge, nur damit wir es halt durch haben. Hä? Wo sind die Dinger hin? Na toll, war ein Fake-Angriff oder was soll ich jetzt daraus verstehen? Na toll. Okay, die Dinger nicht berühren. Die Stacheln tun weh. Habe ich jetzt auch rausgefunden. Achtung. Fährt jetzt. Okay, einmal noch. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen Pech gehabt hier. Das ist bei über 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man hat, aber... es wirkt auf mich, als hätten wir ein bisschen Pech gehabt. Mit seinen Phasen. Ja, Kollege, ich habe nichts. Mach was. Ja, danke. Geht doch. Komm, bisschen mehr, bisschen schneller vielleicht. Oh, er fährt jetzt schon. Okay, okay. Bumm, bumm, schön. 2, 2, 2. Dieser Rom-Hut, ey. Reicht das, reicht das? Nein, was? Das reicht nicht? Wo soll ich mich verbessern? Hä? Oh, hier ist die Abkürzung, Freunde. Oh mein Gott. Da sparst du wirklich Zeit. Und hier, wie gesagt, einfach über alles drüber jumpen. Vielleicht jetzt auch ein bisschen rüberziehen. Ansonsten. Ja, super easy. Doch, hier ist auch ein Pfeil, der zeigt, man muss hier lang. Wieso dachte ich dann vorhin, hier wäre es doch nicht richtig? Nein! Okay, okay. Das ist ein guter Run, das ist ein guter Run. Ich run auch ziemlich gut gerade. Ja, in unter einer Minute schon hier. War es vorhin auch so? Bin mir nicht sicher. Ja, den Boss, den spule ich für euch vor. Ist ja langweilig. Immer das Gleiche probieren. Nein! Nein! Komm, kill mich einfach. Hör, warte mal! Nein, schade. Ich hätte dich nicht benutzen dafür. Wäre cool gewesen. Okay, zumindest alle getroffen. Okay. Nochmal das gleiche bitte. Danke. Immer mittig stehen, von wo die ganzen Steine spawnen werden, kann man die am besten direkt grabben. Schön, schön, schön. Jetzt läuft's mal gut. Jetzt kann man sagen, dass es gut läuft. Vorhin war wirklich nicht so gut. Vor allem, ich habe die Hälfte seiner Phasen einfach geskippt, aus irgendeinem Grund. Ich weiß wirklich nicht, was da los war. Aber jetzt läuft's gut. Komm, mach mal auf den Boden. Schön. Ja, ist verwirrt, ist verwirrt. Komm, komm, komm. Bum, bum, bum.
Okay, ein noch. Läuft's besser? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, ja, es läuft besser. Wir haben ein bisschen mehr Glück. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Na komm, mach was. Alter. Ja, okay, wir haben gewonnen. Das ist egal. Ah, schnell! Nein! Alter! Oh mein Gott, ich hätte das schneller schaffen können. Wie war ich? Danke, Spiel. Ich habe 2 Minuten und eine Sekunde, fast 2 Sekunden. Es hat noch gezählt. Gott sei Dank. Ich hätte das nicht nochmal machen wollen, ehrlich. Yay, wenn eins komplett vergoldet durch. Ich weiß, da oben ist noch der Shop. Der ist nicht vergoldet. Das liegt daran, dass man da noch ein paar Artworks kaufen kann. Wir haben aber jetzt Geld. Also können wir die auch eigentlich schon kaufen. Glaube ich. Versuchen wir es mal. Wir haben noch das hier. Und nicht zu vergessen, das hier. Warum immer das ist. Sehr süß. Und als letztes Bild. Das. Was? I'm sorry for before. The boss was mean to me. Okay. Achso, das sagt der Boss hier. Okay. Das ist eigentlich gar nicht so böse. Huh. Ihr sehen könnt, Bestiary komplett voll. Kann man sich auch die ganzen Beschreibungen scheinbar anschauen. Die Medals, die ein bisschen verbuggt sind, weil Photographer funktioniert in beiden Spielen nicht. Und das hier versuchen wir jetzt gerade. Mach alles. Ja, tut so, als wäre er vergoldet. Denn wir haben ihn mehr oder weniger vergoldet. Yay. Okay, das kann man nicht machen. Hier. Speedrun, no death und ganz wichtig, Münzen sammeln danach. Oh man. Wieder so ein Level. Ich kann euch jetzt schon sagen, fast alle Level habe ich nicht alle Münzen gesammelt, weil mir immer eine gefehlt hat oder so. Okay, aber Speedrun. Okay. Lass mich überlegen. Hier geht's lang. Hier kann man easy rüberjumpen. Genau, perfekt. Den kann man nicht, kann man nicht skippen. Da muss man warten. Mist. Hier kann man hoch. Da ist ein Checkpoint. Da wollen wir nicht lang. Da ist das Ziel schon. Wait. Wait, what? Hier ist schon das Ziel? Unter 30 Sekunden? No death? So einfach? So kurz ist das Level? Jetzt ehrlich? Ja. Huh. Danke. Cool. Na gut. Sonst habe ich noch die Münzen. Ach ja, und die Stelle habe ich ja nie geschafft. Ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja draufstehen. Das habe ich da irgendwann in einem späteren Level herausgefunden, weil man es da machen musste, um das Level zu schaffen. Und ja, jetzt habt ihr es gesehen. Dass man einfach da so lang kann. Und ja, eigentlich ziemlich easy. Bin jetzt auch schon fast durch. Ich sollte alle Münzen haben. Ich bin mir relativ sicher, dass ich alles habe. Das ist nicht 100%, aber relativ. Die Basen kommen immer wieder neu, da ist nichts. Wir finden noch ein paar Monetchen. Die sollten hier vorne alle sein. Allerdings ist, glaube ich, nichts. Ding, 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 ding. Perfekt. Aber das. Let's go. Ja, keine Ahnung. Also doch, ich weiß, warum ich hier nicht alles habe. Habe ich ja gerade gezeigt, warum. Ja, bin ein bisschen komisch heute. Aber ist nicht schlimm. So, direkt das erste Level aus der zweiten Welt abgehakt. Machen wir weiter. Artful Mechanism. Nur No Death Speedrun. Freut mich. Geht ein bisschen schneller vorbei dann. Die Chose, du. Und los geht's. Was war das hier für ein Level? Nach rechts. Ich finde die Pfeile sehr nützlich. Also ich finde es sehr gut, dass es die gibt. Weil das hilft vor allem für Speedruns, wenn du... Oder was heißt für Speedruns? Wenn du das Level zum zweiten Mal machst. Damit du weißt, wo du lang musst. Und du sagst, mir geht's lang. Ja, hier geht's lang. Aber was? Ich muss darüber... Einfach so. Okay. Easy. Ist ja doch relativ easy eigentlich, ne? Vor allem das letzte. Nein! Nicht so gut. Und ab ins Ziel. Ah, schnell. Oh mein Gott. Hab die Sekunde verloren, glaube ich. Aber es hat gereicht. Hä? Warte mal, was? Warte mal kurz.
Wieso sind da jetzt... Wieso ist Time jetzt in Gelb? Nicht in Gelb. Eben nicht in Weiß. Warum ist das in Weiß? Warum sind da so Edelsteine um den Rahmen rum? Warte mal. Oh nein. Oh nein. Sag mir nicht, ich muss jedes Level in noch schneller schaffen oder sowas. Ich werde es mal nicht tun. Ich werde es mal gucken und hoffen, dass ich dies tun muss. Muss mal weitermachen, aber Junge, das macht mir gerade richtig Angst. Also wirklich, das macht mir gerade wirklich richtig Angst. Oh nein, ich habe schon gesehen. Hier fehlen uns die Smaragde, die Edelsteine. Ja, die fehlen uns hier. Ja, und halt Speedrun Not Dead. Da fehlt ja auch noch die Notiz. Ich glaube nicht. Dann machen wir erstmal Speedrun. Alter. Nein. Nein. Oh Gott. Ah, nein, stopp. Ich weiß nicht, wo es lang geht, Mann. Doch, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Passt auf, Freunde. Jetzt weiß ich. Wir müssen erstmal hier hoch. Okay, das war knapp. Alter, was so? Hä? Ich komm grad. Okay. Also, wie gesagt, wir wollen hier hoch. Schnell da drüber jumpen. Das ist ein bisschen tricky, weil du hier warten musst, aus irgendeinem Grund. Boing. Rechts. Nein. Geh mal falsch. Hier lang. Toll. Boing. Rüber, rüber, rüber. Schnell. Bam. Sehr gut, sehr gut. Keine Ahnung, was ich hier mache. Einfach hoffen, dass ich schnell durchkomme. Ich habe einen Fehler gemacht. Nicht gut. Okay. Hallo, Vasen. Diese verdammten Vasen. Blockieren mir meine Sicht, ey. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt einfach außen rum gegangen, Alter. Das läuft überhaupt nicht gut gerade. Oh mein Gott. Hallo, ich kann nicht springen. Alter. Knapp 53, 52 Sekunden. Ob das reicht? Ich glaube nicht. Oh, es reicht. Okay. Dann suche ich jetzt noch die Emerald, so heißen die. Wow, ja genau. Genau die suche ich jetzt. Beide. Okay, erste Emerald ist hier vorne. Hinten blauen Schalter aktivieren, dann nochmal zurückrennen und das klappen. Zweite Safe hier drinne. Ich muss nur noch herausfinden, wo genau der grüne Schalter sich befindet. Genau, da hinten ist der blaue. Der grüne Schalter war oben. Heißt, ich muss nochmal nach ganz oben. Ah ne, hier ist er. Zack. Ja, okay, dann habe ich das, glaube ich, einfach übersehen. Diesen Schalter. Zack, fertig, ab ins Ziel. Schön. Sehr schön. Warte. Die Notiz habe ich aber, oder? Ja, da steht ja der Text daneben. Ja, okay, habe ich. Gut. Cracked Tiles. Oh. Münzen. No Death Speedrun. Also No Death Speedrun zählt sowieso ab jetzt in jedem einzelnen Level. Also zumindest Speedrun, No Death weiß ich noch nicht genau. Aber Münzen nicht unbedingt in jedem. Hier leider schon. Und oh mein Gott, ich kann mich sogar noch an das Level erinnern. Ich kann mich an das Level sogar erinnern. Crazy, oder? Ich bin hier so oft gestorben. Ja, das kann jetzt lustig werden mit dem No Death. Kann man so sagen. Als ob ich hier durch... Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ich konnte einfach durch. Oh. Ja, hier kann ich nicht durch. Ja, ein bisschen schwierig. Nee. Oh, der Time Loss. Oh. Boom. Okay, immerhin da ist geschafft. Danke, Mann. Tschüss, Mann. Boing. Nach rechts.
unter einer Minute wird's noch, unter einer Minute wird's noch, safe. Was wir machen? Okay, warten. Weiter, 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 immer weiter, immer weiter. Hier ist es. 51 Sekunden, das, ich finde, das ist okay. Ich finde, das ist ja kein Weltrekord, aber es sollte reichen. Spiel sagt was anderes. Na gut, Spiel, wir werden sehen. Nein, wir kuscheln jetzt nicht mit der Froschkanne. Nein. Nein, nein, nein. Kein Fall. Okay, wie verbessere ich am besten meine Zeit? Hey! Über die richtige Route direkt am Anfang einschlagen. Vielleicht noch mehr so Skips, wie ich hier für gefunden habe. Sowas hier. Aber hier gibt's keinen. Okay, das hier kann ja schneller. Alter! Schneller lösen. Junge! So macht man das. Nein! Oh! Was hat er das erwischt? In die Wand oder was? Oh nein. Das war doch so gut. You were the chosen one. You were the chosen run. Weißt du? Schnell. Okay, ich hab den Run jetzt. Das ist der Run. Ich fühl's in meinen Adern. Es ist der Run. Aber sowas von. Ja, ja. Das ist der Run. Das ist der Run. Das ist der Run. Oh mein Gott, ich habe mich um 20 Sekunden oder so verbessert. Boah, 35 Sekunden habe ich jetzt so gebraucht. Vorhin hatte ich, was hatte ich vorhin? 50, 52 ohne Dreh? Jedenfalls, nice. Ja, mach ich das Level nochmal ganz normal zu Ende mit den ganzen Münzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Yippie! Warte mal, war nicht das hier sogar das Problem, dass ich da an diese Trommel nicht rangekommen bin? Und es deshalb nicht geschafft habe? Nee, hier ist nur ein Hut. Nee, dann keine Ahnung. Egal, machen wir weiter. Alright! Hat alles geklappt. Sehr schön. Mit dem Weihnachtshut machen wir uns nun auf. Zum zweiten Boss. Wir wissen ja, das Spiel hat nur 4 Bosse. Also sind wir jetzt circa bei der Hälfte. Hier. Oh Gott. Uns fehlt hier Geld. Uns fehlt hier das Bonus-Level. Aber No Death haben wir geschafft. Wisst ihr was? Ich mache, wie gesagt, erstmal wieder Speedrun. Und ja, dann suche ich halt nach dem Bonus-Level und nach dem Geld. Wie ich das übersehen konnte. Keine Ahnung, ey. Bitte sag mir, spiele ich hier gerade richtig? Das sieht mir nicht richtig aus. Oh, das sieht richtig aus. Oh, das ist ein Checkpoint. Nach oben. Oh nein. Oh Gott, okay. Ja, hier die Vase holen. Das war doch so, oder? Ja. Oh Gott, das Level. Oh Gott, okay. Nee, ist okay. Kriegen das hin? Wir sind ja Profis. Wir sind ja absolute Profi-Speed-Runner. Oh, der Skip war nice. Der Skip war nice. Und hier einfach drüber jumpen. Oh. 11 Sekunden sind wir schon hier. Ah, ich Idiot. Double jump ich da auch noch. Oh man. Oh, danke. Oh. Die Pro-Taktiken hier. Let's go. Und dann sterbe ich. Hat das gespeichert, dass ich das zweite Mal rübergelatscht bin? Oh, aber. Das aber nicht. Okay. Wie in das? Was jetzt? Bestimmt einfach nur noch. Oh, da ist es direkt. Oh mein Gott. Okay, hab's. Wir sind bei 40 Sekunden. Bosskampf, Skycracker. Wie ging der nochmal? Der macht Miau, Miau. Kann die Dinger nehmen, wenn sie aufhören zu blinken, ne? Ja? Nein? Ja.
Und dann abwarten. Boom. 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 Was der ganze Kampf? Okay. Das läuft schon mal ganz gut. Boom. Fast die Hälfte schon mal weg. Bitte sag mir, 2 Minuten ist hier der Sweet Spot. Damit man es geschafft hat. Please, please, please. Einer ist out of bounds. Nicht so nett Spiel. Der ist einfach runtergefallen. Straight up runtergefallen. Ich lock ihn mal ein bisschen hier hin, damit er sich mit einem Nirgendwo loslässt. Obwohl er tut's trotzdem, ne? Obwohl, ich habe hier ein bisschen was noch. Solange es nicht weggeht aus irgendeinem Grund. Ja, ja, ja. Ja, doch, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch zwei, noch zwei. Wieso, wieso, wieso? Komm schon, 2 Minuten muss der Sweet Spot sein, bitte. Bam. Bam. Yes. Oh, das war smooth. Und wie smooth es war, unter 2 Minuten. Let's go. Okay. Wo war hier die Bonusmission? Lass mich die suchen. Die muss hier doch irgendwo sein. Oh. Oh. Hier. Von da hinten sieht man übrigens schon den Boss, ne? Okay, man muss noch eine von diesen Feuer-Lava-Vasen, was immer es ist, mitnehmen. Und dann nach oben transportieren. Dort dann Double Jump, damit das runterfällt. Ah. So, boing, boing. Oh mein Gott, knapp. Warte, nein? Was? 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 Warte, 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 stopp, 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 stopp. Wie bitte, wie bitte, wie bitte? Ich muss mir sagen, hier ist nichts. Obwohl, es kann sein, dass da Geld drin war. Das kann tatsächlich sein. Na gut, das gebe ich dem Spiel noch, aber... Warte, es muss doch da sein. Wie soll hier doch bitte sonst noch ein Secret sein? Wo soll hier doch ein Secret Level sich verstecken? Hä? Ja, mir fehlen ja noch 2 Münzen. Ach, warte, hier vorne sind die. Okay, alle Münzen, aber kein... Secret? Das, ey, das muss doch hier sein. Ich versuch's nochmal. Ist mir egal, ich versuch's nochmal. So, nochmal. Wieso ist hier eine Plattform? Wenn die einfach nur unten fällt. Hä? Hä? Wie jetzt? Da ist kein Bonuslevel. Wo soll hier überhaupt ein Bonuslevel sein? Ich habe noch im Hintergrund noch keine Area gesehen, wo man überhaupt teleportiert hin. Doch, warte, da hinten! Wait. Doch, da hinten habe ich das gesehen. Seht ihr das auch? Da hinten? Hier ist eine Area. Okay, was zur Hölle? Was zur Hölle? Hä? Wo bin ich? Das sind Pillars, bin ich. Ist hier irgendwo? Nein. Das ist immer am Anfang des Levels. Ich weiß nicht, ob ich da noch zurückkomme. Ja, das kann nicht am Anfang sein. Da war ich doch überall schon. Hab doch alles gemacht. Alles abgecheckt. Nee, ich hoffe sowieso jetzt nicht mal nach ganz oben. Ja, dann... Speichere ich zumindest ab, dass ich die Münze gesammelt habe, weil die habe ich... Was sieht man jetzt hier? Natürlich nicht. Toll, danke Spiel. Aber ich glaube, das habe ich noch nicht abgespeichert. Oh mein Gott, ich habe es online nachgeschaut. Ich dachte immer, wenn ich hier so lang gegangen bin, habe ich schon so im Hintergrund gesehen. Warte mal, ist hier nicht noch eine Münze oder so? Ich gehe so lang, hier ist nichts. Und okay, jetzt fällt es mir übelst auf, dass der Zaun hier ein bisschen gedehnt ist, aber... Oh Mann. Das war von allen Sachen, die in diesem Spiel bisher das... am schwersten versteckt, meiner Meinung nach. Hab's absolut nicht gesehen. Wirklich nicht. Überhaupt nicht. Das war wirklich schwer zu sehen, finde ich. Ja, das Schlimmste ist, ich muss jetzt nochmal das Level durchmachen. Nochmal den Boss besiegen, alles. Yay. Oh wow, das war nochmal ein Speedrun-Wert? Okay. Also, das hat gereicht. Welt 3. Fangen wir noch mit Welt 3 an, glaube ich. Schon bei fast 85%. Das ist schon viel. Now der Speedrun, sonst haben wir alles. Schön. Schöne Abwechslung. Ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen chilliger. Ich glaube, es sind nur die Boss-Level, die wirklich anstrengend sind. Ich glaube, ab hier, die Level werden alle ein bisschen entspannter. Vor allem,
diese Art von Leveln, diese... Ja, wie nennt man das hier? Dieses, ich würde nichts Falsches sagen, aber dieses... Das hat mit irgendeiner Kultur, glaube ich, zu tun, dieser Stil hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in Asien so gang und gäbe ist. So ein Design, sage ich mal. Aber es sieht für mich sehr asiatisch aus hier. Es hat natürlich Style, sieht natürlich cool aus. Aber ich glaube, diese Level sind ein bisschen chilliger. Genau, das wollte ich nur sagen. Mist, hier geht's nicht lang. Nein! Da geht's lang. Oh Mann. Nein, auch nicht! Was zur Hölle? Wo geht's lang? Okay, Zeit wird ja gespeichert. Ah, ich muss ja No Death Speedrun machen. Ups. Whoopsies. Ja, so hier unten. Ah, stimmt ja. Naja, okay. Ja, ich erinnere mich tatsächlich wieder an alles. Es ist ja nicht lange her, dass wir diese Welt gespielt haben. Nur in die ersten zwei Welten war ein bisschen schwieriger, mich dran zu erinnern. Aber hier alles ist noch eingespeichert. Oh mein Gott! 49,999 Sekunden. Okay, knapp. Aber ja, es hat geklappt. Yippie! Nice! Oh, bitte, Spiel, sag mir nicht, ich muss diese goldenen, nicht goldenen, diese weißen Rahmen, die ich hier zum Beispiel habe. Bitte, sag mir nicht, ich brauche das. Bitte nicht. Ach ja, und ich habe übrigens dran gedacht, oder was heißt, ich hab mich wieder dran erinnert, dass wir auch noch ein paar Kisten haben, wie hier zum Beispiel, die wir nicht aufmachen konnten. Ja, nee, das nicht. Aber hier ist eine. Die können wir jetzt aufmachen. Mehr Leben. Und die mache ich jetzt auch mal alle auf, weil das ist natürlich sehr hilfreich, mehr Leben zu haben. Bam. So, hier ist die letzte. Bam. Was war denn? Was? Coin Raider. Points towards the closest coin when you stay still for... Okay, warte mal. Wenn man still stehen bleibt, dann kriegt man einen Pfeil über seinen Kopf, der zeigt, wo die nächste Münze ist. Huh. Falls ich also irgendwo strugglen sollte, eine Münze zu finden. Der got my back jetzt. Ja, aber hier fehlen mir keine Münzen. Hier fehlt eine Speedrun. Ohne Death. Das habe ich schon. Aber mir fehlen ja noch die Smaragde. Also machen wir erstmal Speedrun und dann die Smaragde suchen. Okay, ah, ja, ja, das Level. Da ging es hier weiter. Aber das kann man jetzt noch lange nicht machen, glaube ich. Ich würde es mal versuchen, ob man es sich vielleicht doch schaffen kann. Bist du mit so einem... Nee, okay, dann musst du erstmal den Schalter links aktivieren. Alter! Moment, warte mal. Ich habe die Pro-Taktik hier. Ja, dafür müsste mich die Fliege halt verfolgen, ne? Hm. Oh, es geht doch. Okay. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo der blaue Schalter war, deshalb. Ich wollte ihn jetzt nicht suchen gehen. Ja, aber ich jetzt so gut noch bei der Zeit liege. Ist natürlich die Frage. Eigentlich ja nicht. Hier einfach Damage boosten, schätze ich. Nee. Warte mal, was? Achso, man darf nicht Damage boosten, weil hier der Schalter ist. Okay. Also doch, kann man ruhig schon, aber... Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Wir sind jetzt schon bei einer Minute, boah. Ist das Level wirklich einfach so lang gewesen? Ich meine, ja, gut, kann sein. Dennoch, wo muss ich lang? Nein, nicht hier. Oh nein, jetzt habe ich es mir, glaube ich, auch kaputt gemacht. Weil, ja, hier geht auch schon die Kamera so komisch. Hier muss es weitergehen. Ja, nein? Geht's hier weiter? Ziel? Da oben? Ja.
Was hat das Spiel? 1,37? Komm schon, komm, gib es mir. Gib es mir, du willst es mir geben. Nein! Warte mal. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, das ist die Pro-Taktik. Direkt das Second Try. Und boom, jetzt wieder zurück den ganzen Weg. Da sparst du wirklich eine halbe Minute mit. Aber no joke. Das ist absolut crazy. Das ist so gut. Habe ich noch gar nicht gesehen. Oder ich kann mich nicht daran erinnern. Keine Ahnung, jedenfalls. Wir haben's. Boing. So, jetzt keinen Fehler machen. Den richtigen Weg die ganze Zeit gehen jetzt. Ja, hier lang. Schön, schön, schön. Hier lang. Warten, warten, warten. Auf den Plattformen hier springen. Rüber. Boing. Ich bin aber trotzdem noch schnell unterwegs gerade. Finde ich. Ich finde schon. Ich finde schon, dass das noch als relativ schnell zählt. Okay, nicht an den Dächern rumspringen. Oh mein Gott. Oh, noch ist es unter einer Minute. Komm schon, das muss reichen. Komm schon. Das ist genug. Danke. Okay, aber wo sind die Emeralds, wie die offiziell heißen? Wo sind sie? Oh, da ist einer. Das ist der erste. Warte, ich weiß auch, wie man da hinkommt. Warte. Das ist... Oh mein Gott, jetzt sehe ich's. Nee, warte, das hatten wir schon. Den hatten wir schon. Den hier hatten wir schon. Da bin ich mir ganz sicher. Hä, was? Wieso ist da ein Schalter? Wozu? Und warum lass mich dann davon treffen? Egal, den haben wir. War das die Taktik? Boing und rüber. Seht ihr? Das wäre eine Taktik gewesen, wenn man hier lang müsste. Ja. Ich glaube, der zweite ist nicht hier. Nee, nee, hier ist er nicht. Aber ich müsste so oder so lang. Was macht das hier? Okay, das kriegt mich hier hin. Stimmt. Ja, hier war ja auch noch was. Ja, hier ist der Weg dorthin. Aber ich glaube, das bringt mich hier nur zum Bonuslevel. Das wir auf jeden Fall schon haben. Das hier. Ja, das sieht man auch schon. Das ist nur das Bonuslevel. Das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Grüner Schalter? Hey, das sind nur Münzen. Okay, dann muss das ja ganz am Ende gewesen sein vom Level. Dann war ich da vielleicht zu voreilig. Muss ja wirklich. Das muss ja wirklich hier sein. Warte mal. Warum leuchtet der grüne und der andere nicht? Das was zu bedeuten? Hier, warum leuchtet der grün? Ich glaube, die anderen haben aber auch mit grün geleuchtet. Also ich weiß nicht, ob das was bedeutet. Warte mal, hier kann man lang. Oh mein Gott, hier kann man lang. Oh mein Gott. Ich bin da extra nicht lang gegangen, weil ich mir dachte, will ich nochmal zurück? Nein, 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 ich gehe nicht zurück, ich gehe nicht zurück. Das war mein Gedankenprozess. Einfach so, ja, zurück, nein, nicht zurück. Wäre ich doch nur zurückgegangen, ey. Dann hätte ich das früher gefunden. Okay, jetzt muss ich noch schnell zum Ziel rennen. Jum, okay. Wunderbar. So, entweder ich werde jetzt die Folge beenden oder wir machen direkt weiter. Ich weiß es nicht. Aber für den Fall, dass wir die Folge beenden, wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag und hoffe, dass ihr dann auch in der letzten Folge dabei seid, falls ich hier wirklich einen Zweiteiler noch draus mache, weil es wird gerade tatsächlich schon ein bisschen lange. Und ihr seht ja, so viele Level sind es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Sind ja schon mittendrin durch mit Welt 3. Dann Welt 4 easy. So, ja.